Stell dich dahin vor der Linie. Ne, du brauchst immer einen Punkt, wo du bist und immer wissen, wo du herkommst. Ne? Man sagt dir, man soll nicht seine Herkunft leugnen. Wo kommst du her? Ja, Hannover. Sehr gut, ich auch. Sehr gut, dann bin ich Hannoveraner. Ja. Absolut. Sehr gut. Sehr gut, wenn du den Arm runterlässt, dann komme ich zu nah. Ne? Halte die Distanz. Denk daran, jeder Mensch hat einen Intimsabstand und diesen musst du bewahren, indem du offene Hand machst, distanzierst, sagst Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Oder machst ne, deeskalieren, deswegen hier ist weich und da ist hart, meine Faust. So, du kannst, wenn es sein muss, kannst du zuhauen oder sagst mir erstmal hier fährst du deeskalieren. Stopp. Hier ist der Engel, hier ist der Engel. Na klar. Und da ist der Teufel. Und teste mal, Knie gebeugt. So, und jetzt fängst du an mit dem Führhand zu schlagen. Mal Führhand. Wir haben nicht geübt, ne, wir haben auch nicht vorher geübt. Also wichtigste ist, dass du nicht mit dem Arm schlägst, nicht wie jeder andere sein. Normale Menschen versuchen leicht zuzuhauen. Und wenn du drück mal alles, was du hast, keine Kraft. Also wenn ich Metzger wäre, sage, okay, dieses Fleisch ist lebendig, das ist schön, wiegt gut, ist rot, den nehme ich und den Rest schmeiße ich im Müll. Weil da nichts dahinter. Also wichtigste ist, das ist noch lebendig, den Rest kann ich nicht gebrauchen. Wichtigste ist, du musst von der Fußspitze bis Fingerspitze alles benutzen. Nicht mit dem Arm arbeiten. Ich übertreibe es manchmal, also bitte nicht so. Nichts gegen Mädels oder Jungs. Es gibt manche, die machen das so. So, übertrieben. Das wollen wir nicht. Wir machen die Hüfte. Da kommen die. Wie ein Krieger, wie ein Kämpfer, wie ein Jäger. Da kommt die Kraft. Es geht nicht um Posen, es gibt viele Fakes auf der Straße, die posen richtig, aber die haben nichts drauf. Oder viele haben hier was und dann nichts im Körper. Das muss beides passen. Einheit. Nochmal, das ist das Wichtigste, dass man sich wehren kann, aber die Kraft kommt vom Boden. Also Hüfte reindrehen, links, ja! Und rechts. Und was habe ich denn gebracht? Wie atmet man? So, ausatmen, komm, los. Amo, komm. Hüfte reindrehen. Nochmal, denk nochmal, komm. Atme durch, hier atme. Nochmal, Power, komm. Ausatmen, fass mal konzentriert, komm. Lass mal die Atmung weg. Nächstes. Lustig. Nochmal. Mehr atmen, komm. Hat mehr Power. Ohne Atmung. Nochmal, keine Atmung. Nochmal, ohne Atmen. Alles geben, ohne Atmen. Jetzt atme ich aus, komm. Atmen, ausatmen. Viel mehr Power. Klar. Ja? Ja, wenn jemand vor mir steht, wie wähle ich mir? Jemand baut sich auf, so wie er, ne, und macht mir das Leben zur Hölle. Und mobbt mich oder versucht einen auf, ne, wie der große Jungs ist. Versuch mal so einen auf. Hey, hast du ein Problem? Oder so? Ja, klar. Mach das mal bei mir. Hast du ein Problem? Ne, wichtigste ist, alle sagen, Stopp! Ne, sehr wichtig ist immer das laute Stopp. Ne? Stopp! Nicht, lass mich in Ruhe, da wird keiner helfen. Wird euch keiner helfen. Stopp, lass mich Ruhe. Das wird euch keiner helfen, weil denkt man, sind miteinander ja, befreundet. Sehr wichtig, halte zwischen mir und er einmal Abstand. Hey, komm nicht näher. Das sage ich aber nicht 3, 4, 5 Mal. Das sage ich nur ein einziges Mal, aber ich muss laut sein. Nochmal. Na komm. Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe! Okay. Und dann kommt er, ne? Das ist wichtig. Genau. Wenn er kommt, dann kann ich mich wirklich dann verteidigen, indem ich wehre. Weil ich habe einen klipp und klar gemacht, stopp, lassen Sie mich Ruhe, dann hat jeder mitgehört. Und wenn er zukommt, dann kann ich mich verteidigen, indem ich einen Tritt ins Unterleib oder einfache Techniken, einfach mit der offenen Hand aufs Gesicht, dann ist Ruhe. Ja? Wie würdest du mich packen? Ich? Ja. Pack mich nicht. Genau. So, genau. Wenn er mich packen würde, sehr gut. Das wäre super. Das einfachste, effektivste ist einfach hier, die Ohren. Ne? Hier ist das vorbei. Meistens ist hier vorbei. So. Ne? Ich will dir nicht wehtun, aber meistens ist es hier. Da ist es. Ohr, Knie. Okay. Jetzt machst du dich so, willst du auf der Straße angreifen? Oder da ist das Knie. Hier, Knie. Befrei. Das heißt hier, befrei ich es gleich noch einmal. Sidekick gegen Ellbogengelenk. Ja, und dann hier. Jetzt mache ich das bei dir. Guck mal. Also. Ich sehe dich, ich will was von dir, stell dich seitlich, immer seitlich stellen. Ja. Dann tritt zum Kniegelenk. Genau. Und dann hoch den Arm und versuch mal gegen Ellbogen zu hauen. So einfach, oder? Arme auf eine Handfläche. Und schon.
Da, weil der ist sehr empfindlich. Hier ist ein Nervenpunkt. Da. Genau. Ah! Hier ist ein Nervenpunkt. Ah! Ah! Das war. Wenn ich das hier kontrolliere. Komm auf. Ah! Kontrolliere. Sag, woher kommst du? Das sind wir Hobbys. Warum hast du mich angegriffen? Wer bist du überhaupt? Ne? So. Komm, wir sind Freunde. Ja, na klar. Krass. So. Also nochmal. Mach mal. Tut was, wehr dich, wenn du nicht wehrst, führst du eh weg. Also wehr dich. Schei, sei laut. Stopp! Hör dir auf! Und dann abbauen. Ja. Weil es gibt ja, man sagt ja dieses, ich sag mal wieder, AKK-Regel. Oh, von dem Tritt habe ich noch was drauf. Ja, genau. AKK-Regel heißt Augen. Deswegen bei meisten Kampfsportarten, MMA, Mixed Martial Arts, Kickboxen, ist Augen, sogar wir haben Boxhandschuhe, ist verboten. Ist Kampfsport vorbei, ist langweilig. Also auf der Straße, Augen, dann kommt hier, spezielle Technik, da müssen wir aufpassen, Körperspannung, hier, Kehlkopf, da ist es, hier. Hier, Kehlkopf, Augen, Hauptsache, genau, sehr gut. Augen, Kehlkopf und jetzt kommt? Klöten. Knie. Ach so. Es gibt auch Übungen zum Beispiel, man steht gegenüber, dann sage ich hier, mit der Faust, Daniel, ne? Richtig? Mhm. Oder Herzog, was soll ich sagen? Herzog ist gut. Also, erstmal selbstbewusst stehen. Wer wackelt, der hat Probleme, der hat Komplexe. Also ganz cool bleiben, Fels in Brandung. Wer wackelt, hat verloren. Von uns beiden jetzt? Ja, gut. Das kann ich stundenlang. Dann bin ich mal gespannt. Also was heißt wackeln jetzt? Also überhaupt nicht wackeln, kein Zentimeter, also wirklich ganz cool bleiben, nach vorne schauen. So, sehr gut. Dann kommt Stufe 2. Komm näher. Und jetzt geht es darum, nicht wegzudrehen. Viele haben Komplexe, in die Augen zu gucken. Das heißt, wer wegguckt, der hat was zu verheimlichen. Wer wegguckt, der hat was zu, ja, irgendwas verheimlichen oder lügt oder... Aber was ist das für eine Situation jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Es geht darum, erstmal die erste Aufgabe heißt, guck in die Augen des Gegners. Erstmal lernen, es geht darum, was eine Übung ist. Guck in die Augen. Wer wegguckt, hat verloren. Wenn du wegguckst, heißt ja genau, du hast was zu verheimlichen oder du bist ein Lügner oder Angsthase, Opfer. Man guckt in die Augen, viele können das nicht. Aber blinzeln darf ich, ja? Das kommt noch. Oh Gott. Das kommt noch. Ah, das ist schwer bei mir wegen Kontakten. Genau, ich weiß. Also nicht weggucken. Wer wegguckt, hat ein Problem. Der hat wirklich ein Problem. Ist ein Opfer, Angsthase, die Polizisten machen sehr gerne. Guck in die Augen. So, jetzt kommt Stufe 3, wie im Film und Fernsehen. Du hast weggeguckt. So, jetzt Rocky Balboa gegen Ivan Drago. So. Jetzt kommt näher. Ja. So, nicht wackeln, nicht weggucken oder wegdrehen, zittern, sondern ganz cool. Und wer blinzelt, hat verloren. Ja, drei. Das verliere ich wegen Kontaktlinsen. Ja, probieren. Also nicht wackeln, nicht wegdrehen, nicht weggucken, keine Opferhaltung. Und jetzt. Wer blinzelt, hat verloren. Komm, sei wie ein Tiger, sei ja, Auge. Ja, du hast verloren. Ansonsten natürlich gibt es ja bestimmte Hebel. Also man sagt ja, wenn jemand mich packt, immer ins Gesicht oder ins Klöten. Einfach. Und dann gibt es einen der effektivsten Hebel der Welt. Innerhalb einer Sekunde, ich will nicht wehtun, innerhalb einer Sekunde, sogar noch kürzer, ist der ganz schnell unten. Aber ich will dir nicht wehtun, dass man locker ist, weil mache ich Ablenkung. Locker lassen, das tue ich dir weh. Danke. Locker lassen, ich will dir nicht wehtun. So, zack, ist. Ah! Oh, fuck. Oh Gott. Das ist der Kiefernhebel. Ne? Ich habe den, weil der Handgelenk sehr empfindlich. Und wenn ich den Handgelenk lege, dann ist es vorbei. Ne? Dann dieses, was ich auf den Bauch bringe. Runter! Genau. Dass ich hier. Hilfe. Was man nicht machen darf, ist in Amerika passiert, auf dem Bauch. Ja. Was man nicht machen darf, da drauf. Das ist gefährlich. Das sollte man nicht machen. Ja, aber so fixieren die Polizisten. Anders geht's ja nicht. Sonst kann ich nicht fixieren. Und wenn ich fies bin, gehe ich, guck mal hier. Dann drücke ich hier, da drauf. Ja, wenn ich fies bin, hier. Gehe ich in die Augen. Nein, aber das machen wir nicht. Das kommt wieder. So, das ist der Hebel. Macht der ein bisschen was und bricht den Finger. Ja? Komm, steh auf. Ja. Oh Gott.
Und wenn ich fies ist, dann, und wenn er richtig böse Junge war, böse Junge, dann breche ich einfach die Finger. Also normalerweise mache ich langsam, normalerweise mache ich richtig schnell. Hier, allein das kleine Finger reicht völlig aus. Und dann ziehe ich den Finger, das ist vorbei. Ja. Dann hau ich hin und dann, ja, aber ich bedrohen. Ja. Alles klar, wie geht's dir? Mir geht's super. Gut. Ansonsten, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, es war, also, ja. Gut. Ja. Soll ich irgendwas zerstören oder kaputt machen? Ja, du wolltest hier uns das nochmal mit dem Baseballschläger zeigen, ne? Also soll ich was kaputt machen? Wenn du Zeit hast noch, ja. Ja, genau. Also damit man sieht, ne? Ja, mach mal. Gut, okay, gut, komm. Also das ist jetzt ein Baseballschläger, ja, den man du sagt, immer... Ja, man sagt 34 Inch, also von der Länge, ne? Und original, auch für Baseball gedacht, ne? Original. Und du kannst ja gerne fassen. Es ist irgendwie, also sehr, sehr Qualitätsware. Made in Germany. Zwar wird in China produziert, aber der Hersteller ist aus Deutschland. Mhm. Und ja. Dann leg mal los. Bin gespannt. Okay. Also mir passiert nichts, ja? Mir passiert nichts, ja. Mhm. Also ich mache das nochmal hier, damit man sieht. Ja. Also, da ihr bei mir seid, einmal demonstrieren. Hin. Muss schon dagegen halten. Ja. Für dich? Okay. Genau. Jawohl. Und. Junge. Tat dir das jetzt nicht weh oder so? Nee, weil ich hab das Tüchel so. Klar, der Druck ist schon drauf. Merkt ihr die Stelle hier? Ne? Genau. Der Knochen ist abgehärtet. Ich spüre nichts mehr. Wenn ihr die Nerven was tut, jahrelanges Training. So, ich würde das ja signieren. Sehr gerne. Und dann kannst du das dann mitnehmen, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Danke. Bleib dran und nicht nur die Frauen, ja, interviewen auch mal Männer, ne? Habe ich ja jetzt.